Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal und zwar zu einer neuen Add-on-Vorstellung für den Train Simulator Classic. Und zwar ist es der 3D-Zug Intercity Mod. Der kam schon vor einigen Tagen raus und jetzt habe ich mir den auch mal geholt und ich dachte, ich zeige euch den mal. Bevor wir gleich in den Zug reingehen, gleich mal die Beschreibung, ich lese die mal ganz kurz vor. Wer ab 1973 mit dem Intercity auf deutschen Schienen unterwegs war, der reiste stets erstklassig, denn die zweite Klasse gab es im Intercity schlicht nicht. Doch die Nachfrage war groß, so nahm im Jahr 1970 der neu verbesserte Intercity der Bundesbahn die Fahrt auf. Fortan verfügte der Intercity auch über der zweiten Klasse und verkehrte mit einer Frequenz im Stundentakt zudem deutlich häufiger als davor. Intercity, jede Stunde, jede Klasse, lautete damals der Werbespruch der Bundesbahn. Auch heute, über 40 Jahre später, ist der Intercity doch immer wichtiger Teil des deutschen Fernverkehrs und erhielt über die Jahre unzählige Modernisierung. Damit steht der Intercity Mod seine Konkurrenz im Fernverkehr in Sachen Komfort nichts nach. 3D-Zug hat 7 Intercity-Wagen detailliert im Außen- und Innenbereich für den Train Simulator umgesetzt und top liefern wir den fahrbaren Steuerwagen, sodass ein originalgetreuer Wendezugbetrieb möglich ist. Zu den einzelnen Features kommen wir noch gleich, aber das ist er. Und das 3D-Modell sieht wirklich nicht schlecht aus. Also hier haben wir den Steuerwagen, wo da auch das Fahrradabteil mit dabei ist, Personenwagen. Gehen wir mal hier weiter nach hinten, Großraum. Aber wisst ihr was, wir machen es gerade anders. Ich meine, außen sehen sie alle schick aus. Wir gehen erstmal innen durch. Und zwar so. Also hier habt ihr unsere Kanzel, wo man reinschauen kann. Und der Bereich für die Fahrräder. Und der Passagierbereich, wirklich schick gemacht. Wir gehen dann auch gleich die richtigen Innenkameras durch. Und der Durchgangsbereich mit WC und Co. Wirklich schön gemacht. Kann man wirklich nichts sagen. Ist halt entsprechend ein bisschen performanceintensiv, vor allem wenn ihr den mehrfach einsetzt. Hier das gleiche nochmal. Auch hier. Und dann fliegen wir hier so nach hinten durch. So eine leicht andere Konfiguration hier. Und hier haben wir die Abteilwagen. Das müssen wir uns noch anschauen, ob das dann mit der Innenkamera schöner ist. Das werden wir dann gleich sehen. Jetzt so, wenn ich hier durchfliege, ist es okay, dass es so aussieht. Mal schauen wir mal. Hier wieder die Abteile. Einzelabteil. Und auch hier wieder. Ich bin so selten mit so einem Intercity unterwegs, um zu sagen, ob das so passt. Das könnt ihr dann eher beurteilen. Das sieht noch ein Speisewagen aus, wo momentan keiner drin ist. Sieht ziemlich dunkel aus. Und hier hinten dann vermutlich alles erste Klasse, oder? Ja, genau. Sogar mit Anzeige. Wobei, das stimmt jetzt nicht gerade. Oberstdorf, Immerstadt, Köln, Dortmund. So. Und dann haben wir hier eine Baureihe 101 von Dovetail Games, aber das ist jetzt weniger interessant. Wir selber spielen hier München-Augsburg, Quick Drive. Und ja, es geht mehr so um den Sound und wie fährt sich das Ganze. Und ich würde sagen, ich mache die Pause mal raus, damit wir den Sound mal haben. Und da hören wir auch schon die Audi-Kulisse. Mit der Lüftung bzw. dem Klima. Und dann machen wir doch mal die Türen auf und schauen uns mal da den Effekt an. Was sehr gut funktioniert. Okay, in den Quick Drive lasst er mich wohl die Tür nicht aufmachen. Hier zumindest nicht. Probieren wir es mal von innen. Nö, geht auf dem Bahnsteig nicht. Aber ich kann euch garantieren, dass die Tür da wirklich aufgeht. Alles klar. Da gehen wir mal effektiv die Passagierkameras durch. Das wäre jetzt hier direkt an der Tür. Und dann können wir durchschalten. Es ist sogar eine Kamera da fürs WC. Falls ihr das mal sehen wollt. Und dann natürlich hier die unterschiedlichen Passagieransichten. Gang seitlich. Weiter vorne. Genau da, wo ihr halt sitzen wollt. Bisschen direkt hinterm Fahrer. Und dann wieder retour.
Das Ganze gibt es natürlich auch für die anderen Wagen. Gehen wir vielleicht mal ein bisschen weiter nach hinten, wo es ein bisschen spannender ist. Hier vielleicht. Haben wir wieder das WC. Da könnt ihr dann auch mal im Abteil drin sitzen. Ja, die Klima ist ein bisschen dominant. Mal schauen, haben wir auch für den Speisewagen eine Ansicht? Oh ja, Tatsache. Hab mir den Speisewagen. Das ist ja cool. Da gibt es sogar eine Ansicht, als wärst du hier der dritte Angestellte. Sehr cool gemacht. Wäre noch schön gewesen, wenn hier irgendwie Sachen stehen würden. Passend zum Speisewagen. Auch nochmal hier weiter hinten. Und einmal simuliert, als würdest du dann hier drin stehen. Coole Sache. Und hier zum Essen. Oh, das sind auch schöne Wagen. Mit denen fahre ich sehr gerne. Alles klar. Dann hier erste Klasse. Auch hier kann man drin sitzen. Also an Kameraperspektiven fehlt es ja auf jeden Fall nicht. Gehen wir mal in den letzten Wagen. Das müsste der hier sein. Mal ganz kurz durchschalten. Und auch hier drin. Ja, ein bisschen glitschen tut's. Aber ich glaube, das ist halt mehr so eine TS Classic Krankheit. So viel mal zu den Kameraansichten. Wir gehen mal wieder in den Führerstand. Und machen den soweit bereit. Wir machen mal die LZB an. Und die Siefer machen wir mal wieder aus. Hauen PCB dafür an. Interface können wir mal wieder minimieren. Und dann gibt es mal das Home. Ich hoffe, es geht jetzt mit dem Ray Driver. War es aber irgendwie nur ein kurzes Home. Ich versuche es mal mit der Leertaste. Nee, macht er gerade nicht. Okay, langes Horn kriege ich dich hin. Aber klingt okay. Ich würde sagen, wir sind mal bereit für die Abfahrt. Türen sind ja eh zu. Bremsen werden gelöst. Und dann auf Drive und nach oben. Also Laufgeräusch ist halt relativ gering. Es ist da und die Lüfter sind unterschiedlich, je nachdem zu welchem Wagen man hingeht. Das meiste passiert hinten bei der Lok, aber die ist uninteressant. Nix halt, Augsburg Hauptbahnhof, Gleis 2. Okay, dann. Oh, ich bin zu schnell. Das ist nicht so gut. Naja. 3 km/h. Also, Features. Intercity Mod, modernisiert, voll begehbar. Alle Wagen haben auf aufwendige Innenansichten auf der ganzen Länge. Jeder der 7 Wagen individuell gefertigt. A, B, M, M, Z, A, R, K, I, M. Okay. Unterschiedliche Wagendefinitionen dürft ihr euch in der Beschreibung gern selber angucken. Link zur 3D-Zug in der Videobeschreibung. Detaillierter Führerstand. Ja. Sieht okay aus. Da haben wir hier die Kameraansicht hier hinten. Das ist aber uncool. Das ist schade. Dann hier der Beifahrer. Verschwindet das auch? Ach so, so konnte ich gar nicht nach hinten gucken. Alles klar. So, wir beschleunigen mal wieder ein bisschen. Dann bedienbarer Steuerwagen. Ja, Steuerwagen ist bedienbar. Das stimmt. Aber die Funktion SIFA PCB 90 LCB, zumindest letztere beiden haben wir jetzt gerade hier in Aktion. Realistischer Sound, Handbuch, 6 Aufgaben für die Frankfurt-Koblenz-Route. Da braucht es auch die BR442 von Dovetail Games dazu. Ansonsten nutzt es in einem Konvoi, wie ihr wollt. So wie ich jetzt hier in Quick Drive. Warten das nächste Signal hier.
Also grün. Okay, aber dann können wir nämlich hier mal ein bisschen die Wagen umschalten. Gehen wir hier nach hinten. Man hört schon die unterschiedlichen Klimageräusche. Ist cool gemacht. Je nachdem, wo man hingeht. Dann natürlich unsere Lok. Aber wie gesagt, die hat nichts mit dem Add-on zu tun. So, wir können jetzt mal ein bisschen beschleunigen hier. Okay, und dann für die Fahrt nach Augsburg. Ich werde ein paar Cinematic-Aufnahmen kriegen, ein paar Geräuschaufnahmen von innen, von außen, von den Drehgestellen. Und dann sehen wir uns in Augsburg wieder. Also, bis gleich und viel Spaß mit den Aufnahmen.
Ja, liebe Leute, da befinden wir uns bei der Einfahrt in Augsburg auf Hauptbahnhof Gleise 2. Hat Spaß gemacht, das Ganze zu fahren. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. LCB hat einwandfrei funktioniert, genauso wie die PZB. Ich habe noch keinen Blödsinn gemacht und jetzt hoffen wir, dass ich da am Hauptbahnhof nur ganz gut anhalten kann. Da wäre ich froh drum. Aber da bin ich ganz guter Dinge. Wir bremsen hier schon mal. Ich war noch ein bisschen in den Wagen unterwegs. Geräuschkulisse ist okay. Die Lüftung könnte ein bisschen leiser sein. Und während ich jetzt gerade die Aufnahme mache, ist für das ganze Set schon ein Patch rausgekommen. Also es kann schon sein, dass es da entsprechend Updates gibt. Sie haben zumindest gesagt, dass die Drehgestelle mit aktualisiert worden sind. Steht so in den Patch Notes drin. Eventuell mache ich da nochmal ein Follow-up. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, Kaufempfehlung von meiner Seite, wenn euch das gefällt. Und nutzt es bei den Szenarios. Macht wirklich Spaß. So, dann mal schön. Oha, was steht denn da? Nice. S-Bahn. Ah, ich hätte ruhig später bremsen können. Kann man so mal das Bremsgeräusch noch geben? Das sind wirklich coole Audioaufnahmen. Muss ich schon sagen. Und da hört man die Bremse. Ich bremse mal bewusst verfrüht. Ah, das könnte runter sein. Und da haben wir auch die Türen jetzt endlich. Cool. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da und schreibt mal noch in die Kommentare rein, ob ihr euch das eventuell holen werdet. Also ich kann es nur empfehlen. Das ist wirklich schön. Gibt ein Plus für die Simulation. Und ich denke mal, da kann man noch ein paar schöne Szenarien damit machen. Also, bis denn dann. Und zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Tschüss.